1997 gab es in Gehofen noch einen Fahrdienstleiter. Einen stattlichen Zug hat 507708 am Haken. Für die Rico 50er aus Halberstadt ist die Last keine Herausforderung. Schnell bringt sie den Güterzug in Fahrt. Lange steht die weiße Abdampffahne in der Luft. Ein kalter Spätsommermorgen lässt die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis werden. Ab Memleben wird die Strecke kurvig und folgt jetzt dem Flusslauf der Unstrut. Bei 20 Jahren ist es her, dass hier planmäßig Dampfgüterzüge verkehrten. Dampflokromantik auf der Burgenlandbahn. Kilometer um Kilometer dampft 507708 durch das Unstruttal. Der Geruch nach Dampf und Kohle und die Telegrafenmasten mit den kleinen Isolatoren an der Spitze lassen nicht nur bei Eisenbahnfreunden Wehmut aufkommen.